erzählen? Welch ein Witz! Los, wir erledigen das Ding und ziehen weiter. Moment, was ist das für ein Geräusch? Kampfbereit! Nimm das! Ja klar. Könnten die sich auch mal gegenseitig bekämpfen? Was zum? Toll, ein Toter. Levin hat Besseres verdient und ich bin dafür verantwortlich. Das wird jemand teuer bezahlen, sag ich euch. Können wir nichts mehr tun. Wir müssen weiter. Ich muss schon auf die Anfang sehen. Levin, der Spitzbube, konnte dem Ansturm nicht standhalten, ist umgekommen. Ich sollte in den nächsten Aussichtsraum gehen und auf welches Hindernis die Abenteuer als nächstes stoßen sollten. Womit kann ich euch... Habt ihr so... Okay. Ihr macht euch bis jetzt ganz gut. Weiter so. Das hier war Kammer 1, oder? Ja. Schauen wir uns mal nach Kammer 2 um. Ist dumm. Ah, wir haben den Schwamm entfesselt? Nichts geht über ein wenig Blut, in der Begegnung Würze zu verleihen. Was sind wir als nächstes? Schau, ich hab's dir gesagt. Ein Schatz holen wir in uns in Delius. Schlüssel oder eine Feuerfalle. Der Käfig ist abgeschlossen. Mord, Vorsicht. Das sieht zu schön aus, um wahr zu sein. Mal sehen, wie sie mich aufhalten wollen, wenn ich dieses Tor aus den Scharnieren reiße. Mock, nicht! Schön. Klar, magst du. Riesenschatzhaufen als Köder habe ich die beiden verbleibenden Abenteurer in einer Feuerwehr gelockt. Syndelius der Mage hat die Flammen nicht überlebt, was nur noch der Anführer Grommog übrig lässt. Ich soll den letzten Aussichtsraum gehen und entscheiden, welches Sinn das letzte auf diesen Sturm noch werden soll. Ich würde ihn gerne wahnsinnig werden lassen. Ah, die klassische Feuerfalle. Immer wieder beliebt, besonders in den kälteren Monaten. Das war jetzt lustig. Also der Spruch war gut. Material, Resonator, bla bla. Mal schauen, was uns Kammer Nummer 3 erwartet. Oder eher gesagt, ihn. Leichen! Ruhig, Gormog. Bleib ruhig. Du hast schon Schlimmeres überlebt. Was kann dir denn noch an diesem Ort begegnen? Was haben wir denn Schönes? Geisterillusion, oder? Wenn ich rauskriege, wer hier den Laden schmeißt, ist der Teufel los. Was? Wie zum Dädra kann ich denn tot sein? Es ist unmöglich. Mich hat nichts getötet. Ich kam nicht einmal dazu zu kämpfen. Eine Chance, mich zu verteidigen? Keine Chance zu kämpfen? Warum? Möglich. Das ist unmöglich. Grommog hat noch nie einen Kampf verloren. Nie! Und so brachte er zu glauben, er sei gestorben und zu einem Gespenst geworden, habe ich ihn in den Wahnsinn getrieben. Ist alle Abenteuer erledigt. Zwei Tote, ein Wahnsinniger. Gute Bilanz. Hey du. Ihr habt mit den Eindringlingen einen kurzen Prozess gemacht. Shiogorath sollte stolz sein, einen so tüchtigen Lehrling zu haben. Wenn ihr jetzt bitte auf die letzte Teleporterplatte tretet, dann werde ich euch in der... Hoffentlich kann man das öfters machen, das ist lustig. Macht euch keine Gedanken. Ihr bekommt eure Beute im Nu.
Nach altem Brauch wird euch in Anerkennung eurer guten Dienste ein Fokuskristall zuerkannt. Cool. Ich lasse ihn an den Palast schicken und im Hauptsaal aufstellen, falls ihr es euch... Sag von der Belohnung? Oh ja, natürlich! Anscheinend wurde eine sehr ungewöhnliche Waffe bei dem Ork-Krieger Gromok gefunden. Cool. Ihr habt so etwas noch nie gesehen, aber vielleicht findet ihr in seinem Tag... Darüber hinaus dürft ihr aus der Beutetruhe nehmen, was ihr sonst noch so benötigt. Ihr könnt natürlich jederzeit gehen. Einfach dies... Das hat mir jetzt gefallen, muss ich sagen. Also das war eine echt... Hört mich gern. Morgenzahn? Hallo, ich hört mich gern. Na klar. Brauche ich doch nicht. Kupferpellen, klar ist mit einer Beilöffel, bla bla bla. Mons. Gefällt mir. So, schauen wir uns nochmal die ganzen Accessoires an. Feuer widerstehen, Frost widerstehen oder Zauberabsorption. Zauberabsorption. Was haben wir noch so Schönes? Ring des Verdorrens, den haben wir schon mal gefunden für die alte. Talisman der Beilöffel von Wasseramuren selbst. Leben entdecken. Nee. Mal schauen, kann ich irgendwas anderes wegwerfen, was ich nicht mehr brauche? Nö, leider nicht. Naja, schade. Wow. Ich würde das so gern öfters machen. Was zum Ritter der Ordnung? Was? Geht mit euch ab. Wow, 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 wow. Wow. Was ist ab? Ja klar, gleich drei Gegner. Und es wäre sehr langweilig. Ja, ja, immer drauf, immer drauf. Hey. Kann ich auch mal bitte angreifen, so dass ich... Jemanden töte, danke. Okay, den soll ich noch killen können. Bevor ich sie verließ, wurde ich von drei merkwürdigen Wesen in ebenso seltsamer Rüstung angegriffen. Ich sollte Killian fragen. Das war ein harter Kampf. Was waren das? Ihr kennt die Legenden nicht? Wie ist das möglich? Diese Kreaturen, wie ihr sie nennt, sind überhaupt keine Kreaturen. Es sind seelenlose Abscheulichkeiten, bekannt als die Ritter der Ordnung. Aha. Dass sie vom Resonator angezogen werden, ist nicht verwunderlich. Er wurde aus einem der Obelisken gebaut, mit denen die Inseln übersät sind und die ihnen zu gefallen scheinen. Ihr müsst sofort zu Sheogorath gehen und ihm sagen, dass die Ritter zurückgekehrt sind. Schnell! Schnell jetzt! Geht! Was hatten so? Ich nehme jetzt mal die ganzen... Also das ist eine Sache, die ich noch weiß. Steriles Ordnungsschwert. Das ist dumm. Also das war jetzt hart. Die Viecher haben mir so richtig reingerobbt. Gut, es waren einfach zu viele, aber... Okay, wir würden nicht jetzt mal unserem neuen Chef was. Und
Dann werde ich falls beenden. Das Haus von dem Mönch ist berühmt für seine ruppige kleine Elitiker, die aus dunklen Verführern besteht. Schön. Beautiful. Hey, Sheogorath, Mann. Ich hab da voll die krasse Message für dich. So voll die hässlichen Popelschrauben, weißt du? Die haben voll dein Land angegriffen, weißt du? Die muss ich dann voll umhauen, Alter. Mach mal was dagegen, ey. Ich will ja nicht schon wieder Türsteher spielen, Alter. Nun denn? Ich wurde von Rittern angegriffen. Soweit schon? Vermutlich nicht so überraschend. Darüber sprechen wir später. Wir müssen euer kleines Hirn jetzt nicht damit belasten. Und Sedilian? Da ihr hier steht, nehme ich an, dass ihr Erfolg hattet. Oder extrem verwirrt seid. Oder dass es euch an Urteilsvermögen fehlt. Erfolgreich. Das funktioniert. Wunderbar. Zeit zum Feiern. Los! Käse für alle. Käse. Moment! Kommando zurück. Kein Käse. Wenn man keinen Käse mag, ist das schon so gut wie eine Feier. Oder? Total. Ihr seid wie eine brave kleine Ratte durch das Labyrinth gerannt. Doch noch bekommt ihr keinen Käse. Höchstens ein kleines Stückchen. Ich habe euch einen neuen Zauber verliehen. Die Fähigkeit, Haskell, meinen Haushofmeister, zu beschwören, damit er euch auf euren Reisen hilft. Er weiß eine Menge. Mehr, als er selbst weiß. Probiert es doch gleich einmal aus. Beschwört unseren Freund zu euch. Das ist cool. Wenn ich jetzt zu wenig, wenn ich jetzt nicht genug magische Kraft habe, dann kriege ich einen Anfall. Ah, unser Fürst hat euch die Macht verliehen, mich zu beschwören. Oh, wie wundervoll für mich. Wenn ihr mich beschworen habt, kann ich euch Rat zu eurem derzeitigen Vorhaben geben. Was ihr dann mit meiner Weisheit macht, liegt vermutlich bei euch. Versucht, eure Macht sparsam einzusetzen. Ich habe Pflichten zu erfüllen und die sind sicherlich wichtiger, als euch das Händchen zu halten. Okay. Ist das nicht zum Schreien? Ich persönlich liebe es. Es ist eigentlich das Beste daran, ein Daedra-Fürst zu sein. Kommt schon, versucht es noch einmal. Ja. Ach, schon wieder beschworen. Mein Fürst hat so große Freude daran, genau wie es ihm zusteht. Ich nehme an, dass... Gut, gut. Ihr werdet alle Hilfe brauchen, die ihr finden könnt, wenn ihr Jygalak besiegen und den Grauen Marsch aufhalten wollt. Oh, rechnet nicht damit, den lieben Haskell irgendwo außerhalb des Reichs beschwören zu können. Er verlässt nur ungern meine Gegenwart. So etwas gibt es. Aha. Jygalak? Der Daedra-Fürst der Ordnung. Oder der Kekse? Nein, Ordnung. Daedra-Fürst der Kekse. Und das ist jetzt nicht irgendwie nett gemeint. Trostlos, farblos, leblos. Öde, öde, öde. Und kein Freund meiner Werke. Das kann ich euch sagen. Hasst sie, hasst mich. Ein wenig engstirnig. Versteht ihr? Ihr habt seine Ritter gesehen. Nicht gerade lieb und kuschelig. Kein einziger eigener Gedanke in ihren leblosen Hüllen. Und jetzt werdet ihr mir helfen, ihn aufzuhalten. Okay. Wie? Schon wieder diese pedantischen Kleinigkeiten. Schweigt! Sonst bringe ich euch zum Schweigen. Wir kommen schon noch rechtzeitig dazu. Im Augenblick habt ihr andere Aufgaben. Zum Beispiel? Das ist der Graue Marsch. Ein Ereignis. Eine Bewegung, eine Art Apokalypse, geschieht in jeder Ära, am Ende der Ära. Und das heißt jetzt. Cool. Der Graue Marsch kommt. Und Jygalak wandelt unter uns. Oder er rennt. Niemals hüpft, schleicht oder stolziert er.
Meistens zerstört er einfach alles um sich herum. Süß. Wollt ihr jetzt von mir?